Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Simon Meyer-Vieracker. Ich bin Professor für angewandte Linguistik am Institut für Germanistik der TU Dresden. Und in meinem Vortrag »Das Runde muss ins Eckige – Ein Streifzug durch die Sprache des Fußballs« möchte ich Ihnen eines meiner Forschungsfelder vorstellen. Ich beschäftige mich nämlich schon lange mit Fußball aus einer spezifisch linguistischen Perspektive. Denn Fußball wird ja nicht nur gespielt und geschaut, über Fußball wird vor allem auch gesprochen und geschrieben. Und das so ausdauernd und so ausführlich, dass sich längst eine eigene Sprache des Fußballs herausgebildet hat und die auch schon längst die Aufmerksamkeit der Sprachwissenschaft auf sich gezogen hat. Das ist der Matchplan für heute. In der Vorberichterstattung wollen wir uns zunächst die Frage stellen, was die Sprache des Fußballs ist und wer sie spricht. Dann wärmen wir uns auf und werfen einen Blick auf die Methoden, mit denen man die Sprache des Fußballs untersuchen kann. Und dann habe ich zwei Fallstudien mitgebracht. In der ersten Halbzeit wird es gehen um Phrasen auf dem Rasen. Und in der zweiten Halbzeit wollen wir uns besonders Live-Ticker näher anschauen. Im Nachbericht schließlich möchte ich einen Blick auf die Zukunft werfen und die Frage stellen, inwiefern sich Roboter werden als Fußballjournalisten betätigen können. Um sich klarzumachen, was die Sprache des Fußballs eigentlich ist, ist es hilfreich, zunächst mal verschiedene Bereiche zu unterscheiden, in denen Sprache und Fußball auf je spezifische Art und Weise miteinander zusammenhängen. Das hat Armin Burkhardt einmal für den Bereich Sprache und Politik gemacht und das kann man sehr schön auf das Thema Fußball übertragen. Wir können zunächst unterscheiden zwischen Sprechen über Fußball, Sprache des Fußballjournalismus und dann die eigentliche Fußballsprache, die wir nochmals aufgliedern können in die Fußballerinnensprache und das, was ich Sprache im Fußball nennen möchte. Es wird hoffentlich klarer, was ich damit meine, wenn ich besondere und je typische Textsorten und auch Gattungen einblende. Das Sprechen über Fußball ist vor allem Sache der Fans. Denken wir an Kneipengespräche, aber auch Fangesänge, Fanbanner, Fankoreografien und so weiter. Aber auch auf Twitter äußern sich Fans sehr ausführlich über Fußballspiele. Sprache des Fußballjournalismus ist klar, das sind sowas wie Spielberichte, Live-Kommentar, aber auch Live-Ticker. Und in der FußballerInnensprache, wo die Trainerinnen und Spielerinnen sprechen, denkt man sowas wie Pressekonferenzen, Interviews, aber auch eher verdeckte Sachen wie Kabinenansprachen, Coaching während des Spiels oder im Training und schließlich das, was wir On-Field-Talk nennen, also das, was Spielerinnen tatsächlich während des Spiels auf dem Platz miteinander besprechen. Mit Sprache im Fußball meine ich insbesondere so etwas wie Spielerinnenverträge, aber auch Regelwerke, Trainingslehren, das ist also eher das, wo sich Funktionärinnen und auch Wissenschaftlerinnen am Fußballdiskurs beteiligen. Wie untersucht man nun die Sprache des Fußballs? In der Linguistik haben wir eine Vielzahl von Methoden, von denen auch verschiedenste in der Fußballforschung zum Einsatz gekommen sind. Beginnen wir einmal mit der Gesprächsanalyse, also jener Teil der Linguistik, der sich vor allem mit gesprochener Sprache beschäftigt. Da können wir uns Live-Kommentare anhören und analysieren, was vielfach gemacht worden ist, aber auch Interviews, Pressekonferenzen. Live-Kommentare sind bestimmt der am besten untersuchte Bereich der Fußballsprache, der Sprache des Fußballs. Hören wir mal rein, wie sowas klingt. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, rein, rein in die Mitte. Wir machen rein. Tor. Wir machen, ja, Tormann. 3:2. Wir rasten alle aus. Ja, Sie kennen vielleicht diesen berühmten Kommentar von Norbert Dickel, Champions League-Spiel. Dortmund war so gut wie ausgeschieden, hat dann aber doch noch in den letzten 2 Minuten die nötigen 2 Tore gemacht und dementsprechend emotional geht es dann natürlich auch im Live-Kommentar zu. Also gerade wenn wir uns sowas wie Sprache und Emotion interessieren, sind Live-Kommentare natürlich großartige Daten. Aber es gibt auch textanalytische Ansätze, wo man sich mit Spielberichten, aber auch mit solchen Textsorten wie Taktikanalysen beschäftigt hat.
Ein ganz wichtiger Bereich ist die Lexikographie, wenn also der spezifische Wortschatz erfasst wird, und es gibt auch ganze Wörterbücher der Fußballsprache. Ich habe hier eins liegen, hier von Armin Burkhardt, das Wörterbuch der Fußballsprache, kann ich sehr empfehlen. Es gibt sogar Namensforscherinnen und Namensforscher, die sich mit Fußball beschäftigt haben und haben zum Beispiel die Herkunft und die Traditionen von Stadion- und Vereinsnamen untersucht. Und dann gibt es noch einen Bereich, der vor allem mein Bereich ist, der sich in jüngster Zeit etabliert hat, nämlich die Korpus- und Computerlinguistik. Was ist das? Ganz kurz gesagt, es geht darum, dass man große Textmengen, riesige Textmengen, so große Textmengen, dass man sie manuell lesend gar nicht mehr bewältigen könnte, mit computergestützten Methoden auswertet. Denn gerade im Internet sind inzwischen riesige Textmengen zum Thema Fußball verfügbar und mit jedem Spieltag kommen immer neue mit dazu. Und das ist der Bereich, in dem ich mich betätige und wie man da vorgeht und was da mögliche Untersuchungsgegenstände und Erkenntnisse sind, das möchte ich Ihnen im Folgenden zeigen. Die Grundidee dahinter ist, dass wir immer ein Fußballspiel haben, was im Zentrum steht, und darum ringsherum gliedern sich verschiedenste Textsorten und Kommunikationstypen. Wir haben Live-Ticker, die während des Spiels entstehen. Wir haben sowas wie Spielberichte. Nach dem Spiel werden Einzelkritiken verfasst, es werden Taktikanalysen verfasst. Und das sind jetzt alles nur schriftliche Texte. Ja, wir können noch mündliche Sachen mit dazu nehmen, dann kommt noch der Live-Kommentar dazu. Aber wenn wir uns speziell für schriftliche Kommunikation interessieren, dann wären das so die wichtigsten Bereiche. Dann kommt noch sowas dazu. Natürlich haben wir sowas wie Newsmeldungen, denn es wird ja auch noch schon ein paar Tage vor und ein paar Tage nach den Spielen noch berichtet. Fans selber produzieren auch Texte in sogenannten Fanzines. Es gibt Internetforen, es gibt Tweets, es gibt Facebook-Posts und so weiter und so fort. Also jede Menge an sprachlichem Material, die alle eins gemeinsam haben, dass sie sich mit Fußballspielen beschäftigen, aber auf je unterschiedliche Art und Weise. Und das ist das, was ich mir in meiner Forschung ansehe. Ich habe eine große Textsammlung aufgebaut, die auch öffentlich zugänglich ist. Also wenn Sie sich dafür interessieren, dann können Sie sich selber da anmelden und können selber in diesen Texten recherchieren. Und Sie sehen hier mal, dass es wirklich sich um große Textmengen handelt. Ich habe zum Beispiel hier von kicker.de Live-Ticker und Spielberichte aus 10 Jahren, insgesamt jeweils 3060 Texte von Weltfußball, über 5000 Live-Ticker und dann noch sowas wie Taktikanalysen, transkribierte Radioreportagen, Live-Ticker in anderen Sprachen. Und Sie sehen hier auch mal die Anzahl der Wörter, die diese Textsammlungen jeweils umfassen. Um Ihnen mal so einen Anhaltspunkt zu geben, so ein typischer Roman, so ein ganz normaler 200-Seiten-Roman hat ungefähr 100.000 Wörter. Hier haben wir also allein von den Weltfußball-Live-Tickern 130 200-Seiten-Romane, nur Fußball-Live-Ticker. Das ist, wie gesagt, nichts, was man noch manuell lesend schaffen würde. Das heißt, man könnte es vielleicht schaffen, aber dann wäre man eben doch sehr lange beschäftigt und so spannend ist es dann ja vielleicht auch nicht. Aber dafür gibt es eben den Computer. Ja, ich kann den Computer die Texte lesen lassen und kann mithilfe des Computers versuchen herauszufinden, was typische Strukturen, typische Muster, typische Wörter und so weiter in diesen Texten sind. Hier nochmal ein Überblick, die Corpora für Fußballlinguistik. Unter dieser URL können Sie die aufrufen, können sich da einen Account beantragen. Die sind multilingual angelegt, das heißt, alle Länder, die hier eingefärbt sind, in diesen Sprachen liegen mir Live-Ticker vor und auch zu den jeweiligen Ligen, teilweise auch Spielberichte. Und da die Texte urheberrechtlich geschützt sind, musste ich da jeweils Nutzungsvereinbarungen treffen. Das ist mir bei den
Ländern gelungen, die hier grün eingefärbt sind. Die sind öffentlich nutzbar, intern nutzbar, da auf besondere Anfrage nutzbar sind, aber auch Live-Ticker in Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Tschechisch und sogar Griechisch. Okay, zwei kleine Fallstudien habe ich ja mitgebracht. Was kann man nun machen, wenn man sich mit computerlinguistischen Methoden mit solchen großen Textmengen beschäftigen möchte? Das erste Beispiel ist ein sehr berühmtes, was bestimmt die Fußballsprache auf eine Weise auszeichnet, sind ja die vielen Floskeln und Phrasen. Fußballjournalisten gelten als besonders fleißige Phrasendrescher und auch Fußballfans, die gemeinsam vor dem Fernseher sitzen und gemeinsam Fußball schauen, haben eine besondere Freude daran, Phrasen zu dreschen. Der Drops ist gelutscht, ist so eine Phrase. Die Floskelwolke, ein sprachkritisches Internetprojekt, hat zur Fußball-WM 2018 mal hier dieses Floskel-Bingo publiziert. Hier nur die Karte 2 von insgesamt 6. Die Idee ist dann, man soll Fußballspiele schauen, immer wenn eine von diesen Floskeln genannt wird seitens des Kommentators, dann kann man ein Kreuzchen machen. Ja, und wir sehen hier sowas auf die Siegerstraße einbiegen, mit harten Bandagen in Schach halten, aber auch sowas dumm aus der Wäsche gucken und so weiter. Sie kennen vielleicht auch den Doppelpass. Das ist diese Talkshow, in der die Talkgäste immer dann, wenn sie eine Phrase gedroschen haben, 5 Euro ins sogenannte Phrasenschwein einzahlen müssen. Und es gibt auch jede Menge Bücher auf dem Markt. Das hier kann ich besonders empfehlen, von Alex Raag, den muss er machen. Phrasen, Posen, Plattitüden, die wunderbare Welt der Fußballklischees, wo sie auf 200 Seiten alle nur erdenklichen Fußballfloskeln versammelt und auch erläutert finden. Okay, was mache ich als Linguist, wenn ich mich mit solchen Phrasen beschäftigen möchte? Ich möchte eine Methode vorstellen, die ich Phrasendetektor genannt habe. Es gibt nämlich tatsächlich Möglichkeiten, Phrasen automatisiert aufzuspüren. Dazu müssen wir Phrasen operationalisieren, wie wir das sagen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was sind eigentlich Phrasen aus einer linguistischen Perspektive, sodass auch der Computer sie finden kann. Und dann können wir ganz allgemein sagen, Phrasen sind auffällige, für den Computer auffällige, das heißt überzufällige sprachliche Muster. Phrasen sind typischerweise Mehrworteinheiten. Sehen wir schon mal hier das Beispiel. Der Drops ist gelutscht, besteht aus 4 Wörtern und zumindest diese Inhaltswörter Drops und gelutscht fallen ja besonders auf. Und wir können uns leicht vorstellen, dass wenn wir in einem Korpus mit Fußballtexten auf das Wörtchen Drops stoßen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass danach auch gelutscht kommt. Und genauso, wenn wir das Wort Kirche vorfinden, dann häufig in Kombination mit Dorf und das Ganze wird dann verbunden zur Formulierung die Kirche im Dorf lassen. Und das sind ja typische Phrasen und Redewendungen. Ja, also hier sind Wörter, die häufig zusammen vorkommen, die wozu sozusagen Anziehungskräfte herrschen zwischen diesen beiden Wörtern. Und genau das können wir dem Computer nun sagen, finde mir solche Wörter, die typischerweise zusammen vorkommen. Ja, das ist dann ein Verfahren, was sich automatisierte Mustererkennung nennt. Er geht also die ganzen Texte durch, scannt immer Wortpaare, das ganze Korpus durch und zählt diese Wortpaare. Das heißt, es werden zunächst mal alle Wortpaare nach Frequenz sortiert. Dabei geht es nicht nur um Wörter, die direkt nebeneinander stehen, sondern es wird ein sogenanntes Window aufgemacht. Schauen wir nochmal hier. Der Drops und gelutscht oder die Kirche im Dorf lassen, da wäre ja noch ein Wort dazwischen und trotzdem wäre das ein Wortpaar, was gezählt wird. Das sind, wenn wir das mit 13 Millionen Wörtern machen, dann unendlich viele, also mehrere Dutzend Millionen Wortpaare, die dann gesammelt werden, aber der Computer macht das ja für mich. Und dann gehe ich in einem zweiten Schritt her und stelle Signifikanzberechnungen an. Ohne allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, geht es darum, dass wir uns anschauen, was sind Wörter, die häufig zusammen vorkommen, obwohl sie eigentlich für sich genommen nur sehr selten sind. Ja? Also sowas wie, es gibt auch so ein Wortpaar wie in die oder in der,
die auch sehr, sehr häufig sind, aber einfach deswegen, weil die Wörtchen in und die sowieso zu den häufigsten Wörtern insgesamt gehören. Aber sowas hier ist interessant. Ja? Drops, gelutscht, Kirche, Dorf. Und wir können dann sagen, Phrasen sind Wortpaare, deren Teile für sich genommen selten vorkommen, aber wenn sie vorkommen, dann kommen sie zusammen vor. Das ist eine ganz simple, rein mathematische Definition von Phrase. Ja? Finde mir Wörter, die insgesamt selten sind, aber wenn sie vorkommen, dann kommen sie als Paar vor. Und mit dieser Suchaufforderung lasse ich den Computer also diese Texte durchscannen. Und das Ergebnis ist wirklich unglaublich faszinierend, denn das hier sind solche Wortpaare, die dann gefunden werden. Jetzt mal hier für die beiden Textsorten Live-Ticker und Spielberichte getrennt aufgeführt. Sie sehen hier in Klammern jeweils die insgesamt die absoluten Häufigkeiten, also wie oft es insgesamt vorkommt. Und ich habe hier in Fett hervorgehoben die Wörter, die der Computer tatsächlich als die Komponenten dieser Phrasen findet, die ich dann als menschlicher Leser noch ergänze zu den eigentlichen Redewendungen. Ja, und dann finden wir sowas wie auf Messers Schneide, Standing Ovations, der Drops ist gelutscht, hier ist unser Beispiel, aber auch Freund und Feind, weder Fisch noch Fleisch, das rettende Ufer, die Messe ist gelesen, auf Seite der Spielberichte sowas wie mit Zähnen und Klauen, Blut geleckt haben, Torschrei auf den Lippen, auf Messers Schneide und so weiter. Das sind für alle von Ihnen, die häufiger mal den Kicker lesen, Live-Ticker oder Spielberichte, ausgesprochen bekannte Floskeln, die wir alle im Ohr haben, die in der Kombination auch bestimmt den besonderen Sound der Fußballberichterstattung aufmachen. Und das Interessante ist nun, wenn wir hier nochmal den Blick drüber schweifen lassen, dass die wenigsten Phrasen davon tatsächlich aus spezifisch aus dem Fußball kommen. Ja? Auf Messers Schneide, in trockene Tücher packen, mit Zähnen und Klauen sind auch Dinge, die wir außerhalb des Fußballs verwenden. Das ist zunächst mal der Methode geschuldet, denn er findet ja Wörter, die insgesamt selten vorkommen, die also eigentlich thematisch nicht zum Fußball passen. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich etwas, was die Fußballsprache auszeichnet. Fußballsprache ist sozusagen ein großer Staubsauger, ja? Der gerne alles Mögliche übernimmt aus allen möglichen Alltagsbereichen und es metaphorisch ummünzt und nutzbar macht, um damit den Fußball beschreiben zu können. Es gibt natürlich auch sowas wie eine ganz spezifische Fußballfachsprache, eine Fußballterminologie. Denken wir an sowas wie die falsche Neun oder Gegenpressing. Sowas gibt es ja natürlich auch, aber noch charakteristischer vor allem für die Fußballberichterstattung ist, dass eben Redewendungen und Wörter aus der Alltagssprache implementiert werden. Ja, und was die Fußballsprache besonders aufzeichnet, ist eine besondere Dichte an Phrasen. Ja, das lässt sich auch tatsächlich quantitativ zeigen, wenn wir schauen, wenn wir dieses Verfahren auf andere Texte anwenden, wie zum Beispiel Börsenberichterstattung oder Ähnliches, dann finden wir sehr viel weniger solche klassischen Redewendungen, die dann gefunden werden. Man findet auch, man kommt auch zu Ergebnissen, aber so klassische Sprichwörter und Redewendungen finden wir eben im Fußball besonders häufig. Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, aus diesem Extrakt von Phrasen und Floskeln wieder einen Spielbericht zu schreiben, also sozusagen wieder eine Suppe anzurühren. Das sieht dann so aus. Hier habe ich also mir den Versuch gemacht, die 500 auffälligsten Phrasen in einem einzigen Spielbericht zu verwursten. Und das klingt dann ungefähr so. Umso überraschender entwickelte sich mit zunehmender Spieldauer ein offener Schlagabtausch, sodass es im Strafraum der Gäste schon bald lichterloh brannte. Und Torhüter André Ter Stegen so manche brenzlige Situation überstehen musste. Dabei verharrte die Abwehr wie das Kaninchen vor der Schlange und ließ dem Gegner freie Bahn, sodass der in höchster Not hinauseilende Hertha-Keeper mehrmals Kopf und Kragen riskieren und sein ganzes Können aufbieten musste, um seine weiße Weste zu bewahren. Und so weiter und so fort. Es ist bestimmt überspitzt,
und eben besonders konzentriert, aber dennoch ist es nicht total unrealistisch. Also wir können uns tatsächlich vorstellen, dass ein Spielbericht so ausschauen würde, und das führt nochmal deutlich vor Augen, wie phrasendurchsetzt die Fußballsprache tatsächlich ist. Und so kann man es eben auch mit computerlinguistischen Methoden zeigen. Und damit kommen wir schon zur zweiten Halbzeit, zum Thema Live-Ticker. Live-Ticker sind mit Abstand meine Lieblingstextsorte im Fußball, auch weil sie noch längst nicht so gut untersucht ist, wie zum Beispiel Live-Kommentare. Und da gibt es noch sehr viel zu entdecken. Live-Ticker kennen Sie alle hier mal vom vergangenen Spieltag. In der ganz typischen umgekehrten chronologischen Reihung. Ja, wir müssen die Texte also von unten nach oben lesen. Und dann finden wir hier sowas wie Tor für Leipzig, wo also das, was normalerweise im Live-Kommentar zu hören ist, wie wir es ja gerade auch im Beispiel gehört haben, wird hier mit in der Schrift nachgebildet. Ja, das kann dann auch so aussehen, dass es tatsächlich der längste Torschrei, den ich in Live-Tickern gefunden habe, aus dem Jahr 2007, mit insgesamt 39 O's. Aber auch hier mal den Überblick. Ja? Also wir finden in allen nur erdenklichen Längen verschiedene Torschreie. Gehen wir nochmal zurück. Das ist ja hier in der allerletzten Minute und das ist tatsächlich, was man sehen kann. Je mehr Last Minute, desto länger der Torschrei. So könnte man vielleicht diese Formel mal aufstellen. Genau. Es gibt noch ein paar andere Dinge, speziell hier in diesen Live-Ticker-Meldungen. Schauen Sie mal hier diese Formulierung nach einem Hornabstoß aus dem eigenen 16er. Das ist eine ganz typische Formulierung nach XY, ein möglicherweise länger andauernde Vorbereitung sehr kompakt zusammengefasst werden kann. Dann schauen wir mal sowas wie durchstecken, also dass hier ein Synonym für schießen gewählt wird. Und wir finden aber auch hier Kugel. Es wird, während hier zunächst Ball gesagt wird, heißt es dann im zweiten Satz Kugel, also so eine lexikalische Variation, wie wir das nennen würden. Und auch hier mit einem trockenen Linksschuss, die Adjektive, mit denen Schüsse beschrieben werden, sind ausgesprochen variabel in Live-Tickern. Das lässt sich zeigen. Ja. Was Live-Ticker-Autoren leisten, ist wirklich sehr beeindruckend, denn es handelt sich ja um Schreiben unter allergrößtem Zeitdruck. Das Spiel läuft und während das Spiel läuft, müssen sie nicht nur beschreiben, was passiert, sprechen, sondern sie müssen das Ganze auch noch aufschreiben. Wir haben das mal im Seminar ausprobiert. Als Laien haben wir uns eine 5-minütige Passage angeschaut und haben versucht, mal selber Live-Ticker-Meldungen zu schreiben. Wir sind alle gescheitert. Das ist also wirklich Hochleistungsarbeit, was die Live-Ticker-Autorinnen da vollbringen. Und es ist bestimmt ein besonderer Balanceakt zwischen Routine und Kreativität, denn man könnte gar nicht so schnell schreiben, wenn man nicht besondere eingeschliffene Routinen hätte, gewissermaßen Schubladen, die man nur noch aufmachen und vorformulierte Schablonen rausziehen müsste. Auf der anderen Seite müssen aber Live-Ticker-Autoren trotzdem wahnsinnig kreativ sein, denn sie müssen ja das Spiel auf eine spannende Art und Weise beschreiben. Es muss emotional mitreißend sein. Und wie dieser Balanceakt zwischen Routine und Kreativität sprachlich gelingt, das ist die Frage, die ich mir bei der Untersuchung von Live-Tickern gestellt habe. Und die Lösung ist ganz grob gesagt die hier. Es gibt tatsächlich diese vorgefertigten Satzschablonen, die haben aber immer wieder Leerstellen. Und diese Leerstellen können dann eben doch sehr variabel gefüllt werden. Und um genau sowas zu zeigen, sind korpuslinguistische Methoden wie maßgeschneidert. Schauen wir uns mal diese Meldung hier an. Diese Live-Ticker-Meldung. Nach sehenswerter Flanke köpft Thomas Müller den Ball bravourös zu Thiago, doch der kommt einen Tick zu spät. Ja, also so ist eine ganz typische Live-Ticker-Meldung. Hier wird eine ganze Szene beschrieben. Ja, die besteht aus Vorbereitung, aus dem Torschussversuch und dann noch das Scheitern. Denn wir wissen ja alle, im Fußball fallen nicht so viele Tore. Die meisten Angriffsversuche
klappen eben doch nicht. Und genau diese ganz typische Schablone hat auch bestimmte sprachliche Muster, die im Hintergrund stehen. Das könnte man mal so schreiben. Was Sie hier sehen, sind Kürzel für Wortarten. Ich versuche es mal zu übersetzen. Nach Adjektiv-Substantiv als Vorbereitung, dann der Schussversuch Verb, Artikel, Substantiv, Adjektiv und dann kommt irgendwas mit aber. Ja? Und wenn Sie diese Schablone haben, können Sie vielleicht noch ein bisschen umstellen, noch ein bisschen ausschmücken, aber mit dieser Schablone haben Sie schon ungefähr 70% des Spiels beschrieben. Und jetzt brauchen Sie nur noch tatsächliche Wörter, die Sie in diese Lücken hier einfüllen können. Sie brauchen also Adjektive, Substantive, Sie brauchen Verben und so weiter. Und beginnen wir mal mit den Verben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe in Live-Tickern nach genau dieser Schablone gesucht. Diese hier. Verb, Artikel, Substantiv, Adjektiv. Wo sowas hier köpft den Ball bravourös. Ja, das wäre hier so eine Füllung. Und habe dann die Verben ausgezählt. Und ich habe insgesamt, sage und schreibe, 188 verschiedene Verben gefunden. Die habe ich mal hier visualisiert für verschiedene Anbieter, kicker.de, weltfußball.de, sportal.de und ich habe auch noch elffreunde.de mit dazu genommen. Und dann sehen wir sowas wie rammen, scheppern, tackeln, versenken, befördern, chippen, donnern, buxieren, stochern, schnibbeln, schaufeln, bolzen, nageln, schweißen, dreschen, zimmern, streicheln, löffeln, wichsen, müllern, rotzen, hackeln, föhnen, draxeln, schmirgeln, strähnen, lümmeln, Seitfall ziehen, wumsen, schmettern, Stehgeigen, Schlenzschäkern, Schnuckeln, Gurken und so weiter. Also eine unfassbare Menge an Wörtern. Man muss dazu sagen, manche oder sogar viele von denen werden nur ein einziges Mal verwendet. Und das ist gerade das, was es so faszinierend macht. Wir können uns vielleicht sogar Wörter ausdenken. Denken wir an sowas wie tröpeln. Ja? Er tröpelt den Ball ins Tor. Ich nehme mal an, dass es das Wort tröpeln gar nicht gibt, aber wenn wir nur sagen würden, und Thomas Müller tröpelt den Ball fulminant in die Maschen, dann verstehen wir es eben trotzdem. Ja? Und genau das ist das Prinzip, was hier wirkt. Eine wirklich große, große Vielfalt, ausgesprochen variabel. Es gibt kaum einen Bereich in unserer Sprache, wo wir so eine große Vielfalt haben, um letztlich die immer gleiche Handlung zu beschreiben, nämlich Schießen. Ja, also das Bewegen des Fußes so, dass der Ball damit in Bewegung gesetzt wird. Ja, wir finden natürlich schon manchmal auch verschiedene Bewegungen beschrieben. Löffeln und Chippen und Donnern unterscheiden sich bestimmt. Aber was ist der Unterschied zwischen Dreschen, Hämmern, Zimmern und Nageln? Von der Bewegung her natürlich keiner. Ja, es geht vor allem darum, insgesamt für große Varianz zu sorgen, damit Live-Ticker eben, obwohl sie so schablonenhaft sind, trotzdem noch interessant zu lesen sind. Auch das hier ist ein Schema, was ich häufig finde in Live-Tickern. Was für ein XY, wo dann ein Adjektiv eingesetzt werden kann, aber auf jeden Fall ein Substantiv. Und auch hier habe ich mal ausgezählt. Da heißt es dann, was für ein toller, verrückter, irrer, bitter, klasse, herrlich, sensationeller, wunderbarer und so weiter. Und das sind Substantive, die eingesetzt werden. Und jetzt können wir auch hier wieder so zusammensetzen, wie wir das gerne haben möchten. Ja, was für ein Bock. Was für ein sensationeller Dampfhammer, ja? Was für ein herausragendes Wahnsinnsgerät, ja? Was für ein traumhafter, was für eine traumhafte Granate. So können sich also auch Live-Ticker-Autoren relativ schnell immer wieder neue, sehr emotional wirkende Ausrufe zusammenschneiden. Ja? Hier mal nur ein Beispiel, wie es dann tatsächlich im Originaltext heißt. Tor für Werder Bremen, Claudio Pizarro, was für ein brachiales Gerät vom Peruaner. Schüsse, ja, also was für ein Irrer. Und auch hier können wir jetzt verschiedenste Schüsse einsetzen. Wir hatten vorhin Verben gesehen und hier also Substantive. Das sind die ganzen Schüsse, wir sagen in der Linguistik dazu Komposita, also Wörter, die mit der Komponente Schuss und irgendeinem Wort davor zusammengesetzt werden.
Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es sind viele. Hier sehen wir sowas wie Kullerschuss, Außenriss, Schuss, Rechtsschuss, Riesenschuss, Hammerschuss, Verlegenheitsschuss, Schrägschuss, Seitfallschuss, Flatterschuss, Glutzschuss, aber auch sowas wie Volley, Drehschuss, Vollspannschuss, Wahnsinnsdirektschuss, Zauberschuss, Überkopfschuss, Gewalt, Distanzschutz und so weiter und so fort. Und dann nehmen wir das Ganze nochmals zusammen mit diesen Adjektiven. Das sind alles Adjektive, die verwendet werden, um eben diese Schüsse, die wir gerade gesehen haben, nochmals genauer zu charakterisieren. Ja? Also was für ein brandgefährlicher Gewaltschuss. Ja? Oder nach einem einwandfreien Seitfallschuss, nach einem verheißungsvollen Überkopfschuss und so weiter. Und auch hier können sich wieder Live-Ticker-Autoren aus einer aus großen Bandbreite von zur Verfügung stehenden Varianten bedienen, um dann auch sehr passgenau bestimmte Spielsituationen beschreiben zu können. Ja? Das ist also das, was wir brauchen. Wir brauchen eine begrenzte Anzahl von vorgefertigten Satzschablonen einerseits und wir brauchen die Füllwerte und dann kann immer wieder neu zusammengesetzt werden. Und so ist es Live-Ticker-Autorinnen möglich, die Aufgabe zu lösen, dass sie das auf eine Art immer gleiche, nämlich das Fußballspiel, auf immer neue Art und Weise beschreiben können und das unter allergrößtem Zeitdruck, höchst routiniert und eben trotzdem spannend, ansprechend und auch emotional. Und dass das nicht nur Menschen tatsächlich können, sondern auch Roboter möglicherweise können, ist das, was ich jetzt abschließend im Nachbericht noch kurz ansprechen möchte. Ich selber habe nämlich so einen Roboter einmal programmiert. Der nennt sich Live-Ticker-Generator und läuft auf Twitter als Twitter-Bot. Also das, was ich aus den Live-Ticker-Meldungen aus der Analyse rausgezogen habe, diese Satzschablonen und die Füllwerte, das übergebe ich jetzt in einem Programm wieder dem Computer und sage ihm, produziere mir doch auf dieser Grundlage mal zufällig neue Live-Ticker-Meldungen. Zurzeit läuft die Geisterspiel-Edition passend zur aktuellen Situation in der Bundesliga. Wie genau, werden Sie gleich sehen. Aber zunächst mal ein paar Beispiele. Hier heißt es dann, nach überzeugender Spieleröffnung zwirbelt Alphonso Davies die Kugel mit dem rechten Fuß auf Thiago. Der jedoch platziert die Murmel aus 14 Metern halbrechter Position nicht gut und Florian Kastmeier blockt zur Ecke. Das liest sich doch gar nicht schlecht. Also wenn wir das einfach so in einem Original-Live-Ticker lesen würden, würden wir es, glaube ich, akzeptieren. Nach dem, was Sie aber vorhin jetzt schon gehört haben aus meinem Vortrag, müssten Sie jetzt ziemlich genau erkennen können, wie das Ganze generiert wurde. Wir haben hier diese Nachformulierung, dann wird hier ein Adjektiv eingesetzt und hier ein Substantiv, dann hier eines dieser vielen, vielen Verben, die wir gefunden haben. Dann habe ich noch hinterlegt die Kaderlisten der aktuellen Bundesliga-Clubs. Wir sehen hier eben Alphonso Davies und Thiago vom FC Bayern München. Hier haben wir die Kugel als Synonym für Ball. Später wird dann variiert zur Murmel. Und wir haben insgesamt hier diese Aber-Figur. Und hier ist nochmal ein Name, das ist einer der Keeper von Fortuna Düsseldorf. Es wird auch immer gleich ein Hashtag produziert, passend zur jeweiligen Partie. Und tatsächlich greift der Computer die aktuellen Spielpläne ab, sodass immer tatsächlich vom aktuellen Spieltag jeweils die passenden Partien zufällig getickert werden. Ja? Es kommt auch manchmal zu ganz absurden Live-Ticker-Meldungen. Das ist dann sowas wie, er drischt den Ball butterweich ins Tor. Ja, dreschen und butterweich passt nicht zusammen. Aber das ist auch ein bisschen gerade der Witz der Sache. Es soll also gerade auch ein bisschen absurd wirken. Noch ein weiteres Beispiel nach einem mutigen Innenseitschuss von Maximilian Mittelstädt. Baggert Fabian Giefer die Pille kompromisslos zur Ecke raus. Auch das funktioniert wieder genau gleich. Wir haben hier Innenseitschuss und eines dieser vielen Schusskomposita, hier so ein Adjektiv, dann so ein typisches Torwart-Verb und hier ist nochmal ein Slot für die Adjektive, wie eben Torwarte typischerweise ihre Paraden vollziehen, wie sie da beschrieben werden. Bei allem ist es immer so, wie gesagt,
Die einzelnen Wörter sind alle so aus den originalen Live-Tickern entnommen. Die Live-Ticker von weltfußball.de, die zum Beispiel auf bild.de publiziert werden. Es ist also kein einziges Wort erfunden. Sie werden aber hier rein zufällig neu kombiniert. Ja, und insofern kommt tatsächlich etwas Neues zustande. Dann auch hier nochmal nach agilem Freistoß schippt Moris Čović das rund aus dem Gewühl in das flache linke Toreck. Sie sehen jetzt also schon drei verschiedene Spielszenen. Einmal ein gewöhnliches Scheitern, ein Fehlschuss, dann eine Parade und jetzt drittens tatsächlich ein Treffer, ein erzieltes Tor. Und dann habe ich aber auch hier sowas, die Hauptstädter lassen die Augsburger jetzt mit sehr pomadiger Grundhaltung völlig unnötigerweise zurück in dieses Geisterspiel. Hier also ein Beispiel, wie ich jetzt aktuell auf die akute Geisterspiellage diesen Live-Ticker-Generator angepasst habe. Ja, das Skript zum Live-Ticker-Generator ist öffentlich einsehbar. Falls Sie sich dafür interessieren, wie sowas im Hintergrund aussieht, unten in der Videobeschreibung verlinke ich das GitHub-Repositorium, wo Sie sich den Code dieses Twitter-Bots gerne ansehen können. So, das sind jetzt also Live-Ticker-Meldungen, die hier in so einem eher humoristischen Projekt auf Twitter publiziert werden. Es gibt aber auch noch andere automatisiert erstellte Live-Ticker. Ganz viel im Bereich Gaming. Hier haben wir einen Fußballmanager, der online gespielt werden kann, onlineliga.de, wo hier solche Live-Ticker-Meldungen produziert werden. Die funktionieren nach genau dem gleichen Prinzip, wie wir es gerade gesehen haben. Auch hier gibt es solche Schablonen, solche vorgefertigten Versatzstücke, die dann mit Namen kombiniert werden. Dann heißt es hier eben manchmal die Kugel, manchmal der Ball, manchmal die Pille, das Leder und so weiter. Und hier wird dann eben auch aus so vorgefertigten Schablonen und Füllwerten ganz flexibel immer wieder Neues zusammengesetzt. Ja, es sind aber fiktive Live-Ticker. Wir finden aber auch tatsächlich nicht fiktive automatisierte Texte. Und zwar kennen Sie vielleicht die Seite fußball.de. Da finden wir seit der laufenden Saison zu jedem x-beliebigen Fußballspiel bis in die Kreisligen hinein Spielberichte. Und die lesen sich ungefähr so. Der SG Union Klosterfelde fügte dem FC Eisenhüttel 101 am Samstag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 2:1. Da heißt dann später: Tobias Marz brachte den FC Eisenhüttel 101 in der 12. Minute Hintertreffen. Erik Schark musste nach nur 20 Minuten vom Platz, für ihn spielte Osowski weiter. Ein Tor mehr für die SG Union Klosterfelde macht den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Und so weiter. Liest sich vielleicht ein bisschen hölzern und nicht allzu spannend, aber es ist definitiv ein funktionierender Fußballspielbericht, so wie sie eben laufen. Und das Faszinierende ist, schauen Sie mal hier, dieser Text wurde auf Basis der vom DFB vorliegenden offiziellen Spieldaten um 17:43 automatisch generiert. Das ist also ein Text, den überhaupt kein Mensch geschrieben hat, sondern hier ist das gleiche Prinzip am Werke. Es gibt vorgefertigte Schablonen und es gibt die Live-Daten, die vom DFB zur Verfügung gestellt werden. Und das wird dann kombiniert und wird auch immer wieder neu kombiniert. Das ist ein Algorithmus, der jedes Mal, wenn er dieses Spiel nochmals neu versprachlichen würde, würden immer neue Texte dabei rauskommen. Das Unternehmen, was hier im Hintergrund für den Algorithmus gesorgt hat, heißt übrigens Retresco. Sie können sich diese Internetseite gerne mal anschauen. Und hier können wir nun tatsächlich die Zukunft, eine Zukunft des Fußballjournalismus sehen. Das ist etwas, was sich vielleicht nicht unbedingt flächendeckend durchsetzen wird, denn gerade bei den großen Ligen wie Bundesliga oder sogar Champions League werden immer Menschen am Werke sein und werden doch versuchen, besonders ansprechende Texte zu schreiben, aber für so den ganz gewöhnlichen Alltags-1-0-Berichtsjournalismus wird sich durchsetzen, dass solche Texte vollautomatisiert geschrieben werden. Denn es sind ja Gebrauchstexte, die man sowieso nur ein einziges Mal liest, vielleicht nur in der U-Bahn, so mit halbem Auge. Man versucht, sich die wichtigsten Informationen rauszuziehen, wer hat wann wie gespielt, wer hat besondere Akzente gesetzt und so weiter. Das können Computer gut übernehmen.
Das ist jetzt etwas, was nach dem Spiel passiert. Also ne, nach dem Spiel sind die Daten verfügbar und dann wird dieser Text produziert. Es wird aber nicht mehr lange dauern, so meine Prognose, bis auch Live-Ticker vollautomatisiert zu echten Spielen werden publiziert werden können. Dazu brauchen wir nicht viel, oder es gibt die Sachen schon, die wir brauchen. Wir brauchen eine sehr gute Bilderkennung. Wir brauchen Positionsdaten von allen Spielerinnen und Spielern. Und das gibt es schon, diese Daten liegen bereits vor. Und wir brauchen Algorithmen, die es schaffen, aus diesen Live-Daten funktionierende Spielbeschreibungen zu verfassen. Es gibt schon automatisierte Live-Ticker, die aber sind sehr schematisch. Und da kommt es teilweise vor, dass die gleiche Live-Ticker-Meldung nur mit anderen Namen sich fünfmal wiederholt. Das wird man leicht verbessern können. Und Sie haben hoffentlich in meinem Vortrag schon einen ersten Einblick gewinnen können, wie sowas funktionieren kann, in welche Richtung man denken muss, wie solche Programme im Prinzip funktionieren. Es bleibt also spannend. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben in das, was LinguistInnen und vor allem ComputerlinguistInnen mit Fußballsprache machen können. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und hier noch drei Empfehlungen. Ich führe einen Blog fußballlinguistik.de, wo ich über meine Forschung laufend informiere, und ich bin auf Twitter aktiv, einmal als Fußballlinguist und dann den erwähnten Random Live Text in Live Ticker Generator. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Kommentare hier unten unter dem Video. Vielen Dank. Tschüss.